teste mal wieder die viralsten TikTok-Produkte für euch, damit ihr es nicht müsst. Viele Produkte sehen ja immer besser aus, als sie dann tatsächlich sind. Deshalb mache ich jetzt heute für euch den Test und bewerte am Ende die Produkte. Auf geht's! Wir haben heute verrückteste Sachen dabei. Wir haben so eine Air-Bazooka. Wir haben eine Mini-Spülmaschine. Wir haben eine Eismaschine. Es wird auf jeden Fall krass. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ich beginne direkt mit dem ersten Produkt, und zwar dem Weinöffner, dem automatischen. Hier seht ihr das schon mal. Für die meisten wahrscheinlich uninteressant, aber ihr könnt es ja euren Eltern checken. Wir haben einmal den automatischen Öffner. Mal schauen, was das hier sein soll. Da sind so viele Kleinigkeiten dabei. Ich weiß gar nicht, was ist. Dieses Ding hier, das ist zum Wein ausgießen. Heißt, wir haben hier ein komplettes Set. Jetzt machen wir den Test, ob das Ganze wirklich funktioniert. Und dafür hole ich jetzt erstmal einen Weißwein. So, bisher macht mir das Ganze alles einen sehr hochwertigen Eindruck. Und ich kann mir vorstellen, dass man das auch gerne benutzt. Bloß das hier ist halt wirklich so groß wie eine riesen Pfeffermühle. Wir probieren es jetzt trotzdem mal aus. Erstmal setzen wir hier diesen Verschluss drauf. Ich meine, diesen Öffner drauf. Da sind so kleine Messer unten dran. Wenn man die jetzt dreht, dann öffnet sich scheinbar der Verschluss. So, jetzt können wir quasi den Verschluss abnehmen. Ja, geht auch soweit gut. Jetzt saugt er sich rein und zieht das Ganze hoch. Und er hat ihn bis oben rausgezogen. Zack, man kann ihn rausnehmen. Jetzt kann man es tatsächlich auch einfach wieder rausfahren lassen. Schaut es euch an. Und schon hat man seinen Korken. Das ist echt geil. Also ich finde es cool. In Theresas Barbie-Glas. Das funktioniert auch sehr gut. Also ich finde es geil. Das Set finde ich cool. Kann man seinen Eltern schenken. Die freuen sich sicherlich. Auf jeden Fall 4,5 Rick von 5, weil es einfach perfekt funktioniert. Es sieht cool aus. Es ist mir bloß ein bisschen zu groß, das Ding. Als nächstes haben wir hier diese Eispop-Bags. Mit denen kann man Wassereis von zu Hause machen. Die selber befüllen und dann ab in die Kühltruhe damit. Ist das zum Befüllen wahrscheinlich? Und dann macht man diesen Bag hier auf. Ich fange mal mit der Cola an. Geil, Alter. Ich liebe dieses Cola-Wassereis. Ich sag's euch ehrlich. Schon haben wir das erste Wassereis, aber schaut mal, wie fett das aussieht. Bin echt gespannt, wie das wird. Okay, wir machen jetzt noch ein Tropical. Also schäumt schon mal nicht so sehr. Wir checken jetzt gleich, wenn es fertig ist, wie es schmeckt. Lassen es Theresa probieren, aber bis dahin kommen wir zum nächsten Produkt. Was ich am allermeisten hasse beim Eismachen ist, dass man es erstmal fertig macht, dann in den Kühlschrank, in die Kühltruhe tut und dann dauert das Ganze so ewig. Und deswegen haben wir jetzt auch noch diese Eismaschine hier besorgt. Da kann man seine Früchte direkt reinmachen und direkt sein Eis rausbekommt. Sieht auf jeden Fall so aus, als wenn man das danach schön putzen muss wieder. Okay, also das wird wahrscheinlich dann so zum Reindrücken verwendet. Ich feiere so sehr, dass ich jedes Mal irgendwelche Produkte ausprobiere, ohne einmal die Anleitung gelesen zu haben. Ich glaube, hier leert man die ganzen Früchte drauf und damit drückt man sie dann rein. So, wir machen jetzt Erdbeereis und ich habe extra hier gefrorene Erdbeeren. Die lassen wir jetzt da erstmal für 10 Minuten auftauen. Dann ist es wohl doch nicht direkt fertig. Müssen doch wohl kurz warten, würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Zeit zum nächsten Produkt und probieren das gleich in 10 Minuten. Als nächstes kommen wir zu dieser Mini-Waschmaschine. Die soll anscheinend Schminksachen und sowas direkt abwaschen. Theresa! Ich mag Geschenke. Ich habe vor kurzem eine Waschmaschine geschenkt, aber ich habe dir einfach noch eine besorgt. Wir haben gar keinen Platz für eine zweite Waschmaschine. Für die haben wir Platz, glaub mir. Da ist sie. Wir haben da jetzt eine Batterie reingefüllt. Theresa hat hier absolut dreckigen Schwamm. Ja, der ist richtig ekelhaft. Die ökologischste Waschmaschine, die ich jemals gesehen habe. Die braucht nur wenig Wasser. Kann man mit einem Glas auffüllen. Oh. Natürlich daneben gefüllt. Hä? Es ist alles rausgelaufen. Wo ist unser Wasser hin? Hä? Warum läuft das durch die Batterie? Das ist ja katastrophal. Hier ist alles nass. Wenn das jetzt wirklich nicht besser wird, dann kriegt es von mir 0,0 Rick. Leute, die Batterien sind mitten im Nassen, währenddessen die Waschmaschine dann läuft. Dann würde ich sagen, dieses Produkt geht wieder zurück, Leute. Es ist absoluter Quatsch. Weil dein letztes Geschenk so ein Riesenflop war, habe ich dir hier eine Eismaschine besorgt. Vielen Dank. Willst du direkt mal ausprobieren? Ja, unbedingt. Hier, halt runter. Da kommt jetzt sternförmig raus. Was? Es kommt! Es kommt! Oh, jetzt geht's richtig ab. Oh mein Gott. Das war richtig laut, aber der Vorteil ist, wir haben hier keinen zusätzlichen Zucker, keine extra Kalorien, Theresa, keine Zusatzstoffe, das ist einfach nur pure Eiscreme. Also das sieht schon cool aus, aber ich finde, es hat jetzt nicht so die geile Sternform bekommen, wie ich es mir vorgestellt habe. Cheers. Einfach Erdbeereis. Gesunde Alternative. Ich finde es besser als das Eis, was du immer am Abend machst mit diesem komischen Eiscreme. Ja, aber ist geil. Kriegt von mir eine 4 von 5, weil ich weiß jetzt nicht, ob ich diese Maschine dafür brauche. Kann man auch im Mixer machen. Die heutigen Kommentar-Shoutouts gehen raus an Sarah, Frieda und Ruth. Wenn ihr auch eins haben wollt, dann schreibt mal in die Kommentare, welches Produkt euch bisher am besten gefallen hat. Weiter geht's. Das hier sind wasserundurchlässige Schuhcover. Die kann man sich über seinen Schuh drüber machen
und dann wird er nicht nass. Wir machen jetzt direkt den Test. Leute, wie sieht das denn aus? Stell dir vor, du gehst mit deinen weißen Schuhen auf Festival und die sind einfach komplett dreckig danach. Hier, guckt euch das an. Ich stehe eigentlich komplett drin. Ich spüre bis jetzt noch nichts nass. So, ich stehe hier komplett drin, spüre rein gar nichts. Stellt euch vor, ihr springt voll in die Pfütze rein und euer Schuh ist einfach noch komplett am Start. Schuhkondom kriegt von mir auf jeden Fall einen Daumen hoch. Und 5 von 5 Punkten hält genau das, was es verspricht. Unser nächstes Produkt ist der Butterstick. Da soll man seine Butter einfach reinmachen können und dann quasi aufs Brot draufmalen können. Hä, muss ich den jetzt quasi erstmal ausschneiden und den da so rein? Oder presst man das so drauf? Stampft man das jetzt aus? Ich weiß es nicht. Dann schneiden wir das quasi hier entlang ab. Das geht sicherlich auch schöner. Was für eine Sauerei ist das denn? Hier haben wir jetzt unseren Butterstick. Ich habe ihn ein bisschen gesäubert. Es ist sehr aufwendig, den quasi zu preparen. Wenn man ihn dann hat, ist es schon cool. Wenn dann Gäste da sind und so, hast du einfach den Butterstick. Probieren wir mal aus, ob er auch wirklich so funktioniert. So. So. Das hängt hier alles an der Seite fest. Plötzlich sind die Krümel da drin und so. Also die Idee ist cooler, als sie dann eigentlich ist. Es klebt hier auch alles an der Seite mit Butter voll. Feiere ich jetzt nicht so das Produkt. Er kriegt einen Rick von 5. Unser nächstes Produkt ist eher so ein Spaßprodukt. Ich zeige euch das jetzt mal. Wir haben einfach in unserem Gästebad einfach keine einzige Steckdose. Und Theresa regt sich die ganze Zeit darüber auf. Deswegen kleben wir die jetzt da rein. Und dann schicken wir sie rein, um den Stecker einzustecken. Das Ding ist, Theresa kann manchmal nicht so gut sehen. Und dann, wenn sie drin ist, kommt der volle Plan. Wir haben nämlich hier Furzspray. Ich werde das dann im Bad richtig fett reinsprayen, dann die Tür schließen und mal gucken, wie lange sie es da drin aushält. Also, aber bevor das passiert, haben wir hier noch ein paar andere Produkte. Und zwar haben wir hier einmal die Air Bazooka, die ist richtig krass. Und dann haben wir hier noch dieses Zeug, ich weiß nicht, Magic Fire nennt sich das. Damit kann man sein Feuer färben. Und da wir einen Kamin hier haben, werden wir jetzt erstmal ein bisschen Feuer machen. Ich mach auf und du pfefferst rein, okay? Zeig mal. Alles auf einmal. Sieht aus wie Brause. Ja! Oh mein Gott! Mehr! Mehr! Junge, wie geil ist das denn? Tommy Fresh! Ist einfach blau! Es ist einfach blaues Feuer! Wie geil sieht das aus? Das ist echtes Feuer, Leute! Wie geil ist das? Ich find's auf jeden Fall geil. 5 von 5 Rick. Ab zum nächsten Produkt. So, Theresa, es gibt wieder Eis für dich. Was willst du? Willst du Gönnergy-Eis oder Cola-Eis? Cola. Guck mal, das hat es komplett aufgeblasen. Es ist noch süßer, als wenn man Cola trinkt. Also im Sommer ist es schon geil, glaube ich. Nach draußen auf dem Balkon. Ja, das ist ein bisschen sehr sprudelig geworden. Vielleicht muss man erstmal den Sprudel rausnehmen. Also ich finde die Tüten cool. Du hast halt nur das Falsche rein und du hast wahrscheinlich die Fill-Line nicht beachtet. Ja, ich habe ein bisschen zu viel rein. Genau. Ich gebe dir ganz mal wieder eine 4. Fand's aber auch gut. Bevor wir jetzt zu diesem Produkt hier kommen, was für mich das absolute Highlight ist, kommen wir zu dem Produkt, was mein absolutes Zweithighlight ist. Das sieht so geil aus. Es ist eine Air Bazooka. Und wir haben was ganz Spezielles vorbereitet hier. Diese Air Bazooka soll anscheinend mit Luft schießen. Heißt, du hast unendlich Munition. Junge, ist das geil. Jetzt brauchen wir noch das Zielfernrohr, was hier oben drauf kommt. So, jetzt haben wir es, glaube ich. Es ist fest. Okay, wir testen jetzt unsere Air Bazooka. Auf geht's. Dafür baue ich jetzt eine kleine Pyramide auf. Und dann habe ich noch was ganz Besonderes vor. Es wird sehr wild, ich sag's euch. Mein Ziel ist, das Ding hier vollkommen mit Rauch zu füllen und mit Rauch zu schießen. Zieht die Air Bazooka durch, ja oder nein? Geil. Ich habe jetzt hier extra eine Nebelmaschine und die füllt jetzt den Nebel hier rein. Theresa. Was ist das? Schau das an. Rick, komm bitte. Her. Nein, komm hör auf, komm was her. Ist das? Jetzt guck doch hin. Was ist, nicht es? Schlimm. Ich verspreche dir, es ist nicht schlimm. Boom, die schießt ja richtig weit. Digga, da kommt einfach, yo, da kommen kleine Kreise. Also, ich würde sagen, es kriegt von mir eine 4 von 5. Macht schon auf jeden Fall Spaß, ist lustig. Mir ist so schlecht jetzt, weil ich diesen komischen Rauch eingeatmet habe. Kian und ich haben geschaut und wir haben tatsächlich in diesem Bad eine Steckdose gefunden. Ehrlich? Ja, die ist direkt hier unten an diesem Ding dran. Laber. Guck. Alter! Wild, oder? Es ist ein Sticker. Schau doch mal genauer hin. Nein, hör auf. Ja. Hör auf. Wieso? Weil du irgendeine Furzbombe oder so hier legen willst, oder? Theresa, du musst einmal einatmen. Du musst es einmal einatmen. Du testest es da drinnen. Na! Rein da! Bah! Okay, jetzt rein! Bah! Bah! Digga, das stinkt schlimmer, als wenn jemand auf die Toilette gegangen ist. Boah! Können Sie nicht hier irgendwie das Fenster aufmachen, verdammt! Lass mich raus, Theresa! Boah, ist das widerlich! Junge, das stinkt so widerlich! Das ist ja richtig rein! Checkt noch das letzte Video ab, wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace!